Willkommen zurück, Leute, bei einem neuen Video von Giochi. Mittlerweile fühlt ihr euch wahrscheinlich ganz wohl hier auf dem Channel, finde ich super. Ich habe wieder mal ein Video für euch hier in der Mache, dieses Mal wieder aus der Reihe unterschätzt oder unnötig. Wieder drei Karten, wie ihr sehen könnt. Hab mir wieder ein bisschen was ausgesucht. Ein alter Bekannter, zwei von denen ihr vielleicht nicht unbedingt denken würdet, dass sie was können. Aber das ist meine Aufgabe, euch zu zeigen, warum sie hier sind und was sie so können. Ich habe als erstes heute einen alten Bekannten rausgesucht. Hat man früher oft gefunden, vor allem in Side-Decks. Vor allen Dingen zu dieser Zeit, wo man viele Burner-Sides gespielt hat. Nämlich das Keysfire oder zu Deutsch den Waffenstillstand. Warum stelle ich euch die Karte vor? Erstmal der Effekt ist eine einfache Falle, sagt für jedes, sagt erstmal, alle Monster auf dem Spielfeld werden aufgedeckt und danach gibt es für alle Effektmonster auf dem Feld 500 Schaden pro Monster für den Gegner. Ja, ganz einfacher Effekt, macht Schaden und davon nicht mal wenig. Keysfire meiner Meinung nach eine Karte, die gerade im Moment, wo viele Monster aufs Spielfeld gebracht werden, viel und schnell mal overextended wird, also man viel auf einmal raushaut oder zu viel raushaut, sehr gute Karte, um viel Schaden zu machen und vor allem auch um Spiele zu beenden. Lifepoints, eine Ressource, die viele Leute einfach mal richtig hart unterschätzen. Meiner Meinung nach ist Keysfire eine sehr starke Karte, die einfach dadurch, dass locker mal 2000 Schaden mit der Karte ausgeteilt werden können, zum einen Spiele beendet werden können, zum anderen aber auch wichtige Lifepoints genommen werden können, um nochmal ein weiteres Solemn Warning zu zahlen oder um mit dem feierlichen Urteil weiter in Lebenspunktbedrängnis zu kommen. Die Karte ist nicht nur im Side-Deck ziemlich stark, sondern man kann sie auch einfach im Main spielen, um einfach mal dem Gegner ein bisschen Lifepoints zu klauen. Meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall was man sich überlegen könnte. Lifepoints sind nämlich allgemein eine Ressource, die ein wenig, ja, ich sag mal, zu ungeachtet im Spiel ist. Viele Leute gehen auf Plus, viele Leute beachten, dass sie Vorteile haben, bringt uns aber nichts, wenn wir zu wenig Lifepoints haben, um Solemn Warning zu zahlen, die einfach überall gespielt werden oder halt um einen Angriff zu überleben. Sehr gute Karte, würde ich euch empfehlen. Als zweites stelle ich euch eine Karte vor, die schon etwas länger draußen ist, ist eine Light of Destruction Special Edition Karte, nämlich die Soul Rope oder Seelenleine. Auch hier eine Fallenkarte, die wir nur aktivieren können, wenn eins unserer Monster zerstört wird. Dann können wir 1000 Lebenspunkte bezahlen und ein Monster der Stufe 4 aus dem Deck spezial beschwören. Die Karte, warum stelle ich sie euch vor? Meiner Meinung nach ziemlich stark, hat den einzigen Nachteil, wir können sie nicht aktivieren, wenn unser Monster im Kampf zerstört wird, denn die Karte erfüllt nicht die Bedingungen, um im Damage Step aktiviert zu werden, aber durch alles weitere, wenn wir in eine Mirror Force laufen oder wenn wir ein schwarzes Loch kriegen oder ein reißenden Tribut oder ein gegnerisches Monster uns durch Effekt kaputt macht, können wir die Soul Rope aktivieren, 1000 Life Points bezahlen, eine Stufe 4 Monster aus dem Deck beschwören. Frage natürlich, welche Stufe 4 Monster beschwört man da aus dem Deck? Da könnte man sich überlegen, man spielt vielleicht in Gadget die Karte, um ein Gadget rauszuholen. Oder man holt sich andere Level 4 Monster, man holt im Saber den Bogart Knight vielleicht raus, um das Setup zu schaffen. Man kann sie im Gravekeeper ganz gut spielen, um halt eventuell Sachen wie den Recruiter, heißt er glaube ich, den Anwerber rauszuholen. Der müsste glaube ich 4 Sterne haben, es könnte sein, dass ich mich irre, ich weiß es gerade nicht 100%ig. Hängt vor allem vom Deck ab, welches 4 Sterne Monster man aus dem Deck holen kann und wie man es dann weiterverwertet. Vor allem ist die Karte Geschwindigkeit. Und sie macht auf jeden Fall Ausgleich, kostet 1000 Lebenspunkte, aber wir haben freien Zugriff auf alle unsere Level 4 Monster im Deck. Nachteil, wie gesagt, natürlich nicht aktivierbar, wenn im Kampf überrannt und hat halt Aktivierungsbedingungen, die erstmal erfüllt werden müssen. Aber ich meiner Meinung nach im Format wird eh nicht mehr ganz so viel durch Kampf zerstört, sondern mehr durch Effekte, deswegen sollte man sich wohl überlegen, die Karte mal zu spielen. Und die dritte heute, dürft ihr mich gerne für auslachen, ich stelle euch hier die Synchro-Druckwelle vor. Kein Scherz. Ist, glaube ich, eine Karte, die kam in dem Synchro-Starter raus, ganz am Anfang, und wurde dann in diesen Starlight Road Tinboxen, wurde sie reprinted. Hier die Super-Erfassung aus den Tinboxen. Synchro-Druckwelle sagt, solange wir ein offenes Synchro-Monster kontrollieren, können wir ein Monster des Gegners zerstören. Seien wir ehrlich, wie oft haben wir Synchro-Monster auf dem Feld? Wie oft
haben wir einfach ein offenes Synchromonster oder können ein offenes Synchromonster beschwören. Ziemlich einfach. Dadurch ist die Aktivierungsbedingung für diese Karte schon gegeben. Wir können dem Gegner einfach irgendein Monster zerstören. Sei es ein Spirit Reaper, sei es irgendwas Großes, irgendwas Kleines, egal. Die Karte hat keine Beschränkung. Viele spielen Smash and Ground, viele spielen Spalt, spielen hier, spielen da. Den schon von mir vorgestellten Soul Taker. In einem Deck, das viele Synchro-Beschwörungen macht und oft und immer ein Synchro-Monster hat. Warum nicht diese Karte? Kann ich vor allen Dingen für Samurai empfehlen. Samurai haben oft einfach mal ein Chien ohne Probleme draußen, können den schützen. Der Gegner spielt ein verdecktes Monster, wir, Synchro-Druckwelle, machen es einfach kaputt. Das Gute an der Karte ist, sie hat keine Beschränkung, wir können ein Facedown-Monster, ein offenes, ein Angriffs-, ein Verteidigungsmonster, keine Angriffs-, bla. Einziger Nachteil, sie zielt, aber ist uns im Endeffekt egal, denn das kettbare Book of Moon oder so, wir machen es trotzdem kaputt. Das ist halt das Schöne an der Karte. Ich finde, Synchro-Druckwelle ist vielleicht eine Karte, die ein bisschen situationsabhängig ist, dadurch, dass sie nur bei Synchro-Monstern, die bei uns auf dem Feld sind, aktivierbar ist. Aber wenn wir ein Synchro-Monster haben, was eigentlich recht häufig passieren sollte, ich kann mich nicht an ein Spiel erinnern in den letzten Wochen, das komplett ohne Synchro-Monster gespielt wurde von beiden Seiten, außer man ist total im Hintertreten. Jedenfalls sehr gute Karte, finde ich eigentlich. Sollte man sich vielleicht als Monster Removal überlegen und kann ich nicht verstehen, warum sie so selten gespielt wird und einfach so gar nicht beachtet wird. Könnte man sich überlegen, meiner Meinung nach. Versucht mal, was ihr davon haltet. Hier die drei Karten, die ich euch vorgestellt habe. Das Teasefire, die Soul Rope und die Synchro Druckwelle. Am besten sagt ihr mir wieder eure Erfahrungen von den Karten. Sind sie gut, sind sie schlecht? Schreibt es mir in die Comments. Postet mir per PN, Wünsche, Anregungen, wie immer, alles zu mir. Ich freue mich drüber und für die nächsten Male wünsche ich mir Karten von euch. Den Blitzeinschlag habe ich jetzt schon ab und zu gehört, den werde ich auf jeden Fall mal vorstellen. Aber was gibt's noch? Was könnte ich hier weiter vorstellen, eurer Meinung nach? Sagt mir, was ihr gerne sehen würdet und ich werde euch ein bisschen was dazu erzählen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen hoch. Wenn euch das Ganze so sehr gefällt, dass ihr mich weiterempfehlen könnt, macht das bitte. Ich freue mich über jeden Abonnenten und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.